Gibt es eigentlich mehr Geschlechter oder mehr öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehsender? Man weiß es nicht. Naja, eine dieser öffentlichen Rundfunkanstalten ist der Deutschlandfunk. Und ja, wie es der Zufall so will, bin ich über eine der Sendungen gestolpert. Tötungsverbot männlicher Küken, Probleme ins Ausland verlagert. Es geht also ums Kükenschreddern. Okay, habe ich mir gedacht, sollte da jetzt vielleicht die Einsicht gereift sein, dass besonders schlecht gemachte Gesetze ein Problem nicht lösen, sondern einfach nur verlagern? Oder so in meinen allerkühnsten Hoffnungen habe ich mir vorgestellt, die kämen jetzt auf die Idee, ja, also diese Idee, ja, dass wenn man den Bauern das Leben hierzulande schwer macht, das dann dazu führt, dass dann Fleisch im Ausland produziert wird, beispielsweise in Argentinien oder Brasilien, und dass dann für die Haltung der Rinder dann die Urwälder abgeholzt werden. Oder, also noch kühner gedacht, dass man sich da jetzt branchenübergreifend Gedanken macht, so nach dem Motto, wenn die Gesetze hier die Energie bei uns teurer machen, dass dann in China produziert wird und dort der Strom aus Kohlekraftwerken ohne jede Filter kommt. Ich kann euch da beruhigen. Also zu dieser geistigen Transferleistung ist im Öffentlich-Rechtlichen natürlich niemand imstande gewesen. Also weiter im Text. Zitat: Seit einem Jahr ist das Kükentöten in Deutschland verboten. Nun werden viele Hähnchen zum Schlachten ins Ausland transportiert. Besser wäre, männliche Embryonen schon frühzeitig auszusortieren. Doch dafür fehlt noch die geeignete Technologie. Zitat Ende. Stimmt nicht. Zitat: Aus wirtschaftlicher Sicht sind männliche Küken relativ unbrauchbar, weil sie keine Eier legen können und wenig Fleisch ansetzen. Zitat Ende. Auch nicht ganz korrekt. Es gibt Hühnerrassen, die sind auf die Produktion von Eiern spezialisiert. Da sind die männlichen Küken relativ unbrauchbar. Bei den Hühnerrassen, die auf Fleischansatz gezüchtet sind, sind die männlichen Küken natürlich brauchbar. Zur Ehrenrettung des Deutschlandsfunks sei gesagt, dass im eigentlichen Beitrag das auch behandelt wird. Denn die Aufzucht der sogenannten Bruderhähne ist teuer und bringt zu wenig ein, weil Legerassen auf die Eierproduktion spezialisiert sind und eben wenig Fleisch ansetzen, das auch nicht so zart ist wie das von Fleischrassen. Heißt, es kommt wenig Geld dabei rum. Aber ehrlich, mich ärgert das trotzdem, wenn eine Bildunterschrift zu irreführend ist. Und man muss ja auch damit rechnen, dass jemand vielleicht nur den Text liest, sich aber den Beitrag nicht anhört. Sowas soll ja mal vorkommen. Und dann ein völlig, völlig falsches Bild von der Problematik hat. Eine einzige weitere Zeile und der Sachverhalt wäre korrekt dargestellt gewesen. Und jetzt ist es nicht mal so, dass es hier um das Rüberbringen irgendeines politischen Bias gegangen ist. Es ist einfach schlechter Journalismus, und das gerade von den öffentlichen Rechtlichen, die ja so viel Wert auf Exaktheit und Bildung legen. Was mich aber noch mehr ärgert, ist der Punkt: Besser wäre, männliche Embryonen schon frühzeitig auszusortieren. Doch dazu fehlt noch die geeignete Technologie. Auch das wird dann im Beitrag richtig erklärt. Eine andere Methode wäre, dass gar keine männlichen Küken mehr schlüpfen. Das geht mit Verfahren, die das Geschlecht schon im Ei erkennen und männliche Embryonen aussortieren. Es wird ein Verfahren der Firma AAT vorgestellt. Die hat ein Verfahren entwickelt, das eine Geschlechtsbestimmung schon ab dem 9. Bruttag ermöglicht,
Allerdings ist auch das bald zu spät. Bisher ist es nämlich umstritten, ab wann der Hühnerembryo Schmerzen empfindet. Sicher ist sich die Wissenschaft bisher, dass er bis einschließlich dem 6. Bruttag wohl keine Schmerzen spürt. Ab Januar 2024 muss eine Geschlechtsbestimmung deshalb auch bis dann stattgefunden haben. Bisher gibt es aber keine Methode, die das so früh kann. Im Klartext: Hätte man nicht darauf bestanden, bereits nach 6 Tagen die Eier auszusortieren, sondern wäre bei 9 Tagen geblieben, wäre es völlig unnötig gewesen, Küken ausschlüpfen zu lassen, ins Ausland zu fahren und dort schreddern zu lassen. Und man hätte dazu auch nur auf die Wissenschaft hören müssen. Also genau das machen, was man eigentlich immer so propagiert. Und ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. Hühner brauchen 24 Tage zum Schlüpfen. 6 Tage sind ein Viertel dieser Zeit. Menschliche Frauen dürfen bis zu einem Drittel ihrer Schwangerschaft abtreiben. Das Hühnerküken im Ei ist also jetzt besser geschützt als der menschliche Embryo in der Gebärmutter der Mutter. Gut, das Huhn muss nicht zur Schwangerschaftsberatung, aber ansonsten tickt Deutschland eigentlich noch ganz richtig.